Mike spricht. Was mich aber drittens regelrecht auf die Palme bringt, ist der Gebrauch, besser gesagt der Missbrauch der Sprache. Wenn bei derartig strittigen Fragen auch noch klassenkämpferisches Vokabular zum Einsatz kommt, zum Beispiel der Ausdruck Arbeitsplätze vernichten, wenn ich das schon höre. Da läuft doch niemand mit der Axt herum und schlägt Maschinen und Büromobiliar in Stücke. Das ist einfach ein falsches Bild. Damit soll Unternehmenseignern im Grunde nur böswillige Absicht unterstellt werden, wenn sie sich zu Maßnahmen der Kostensenkung genötigt sehen. Warum sollte ein Unternehmer dem Untergang seines Betriebs tatenlos zusehen, in dessen Aufbau er viel Zeit, Energie und Finanzen investiert hat und der deswegen häufig sein Lebenswerk darstellt? Nur weil er aus moralischen Gründen nicht dort produzieren darf, wo es für ihn am kostengünstigsten ist? Nein, er wird um den Erhalt seines Betriebes kämpfen und seine Leute täten gut daran, ihn dabei zu unterstützen. Sei es durch freiwilligen Lohnverzicht, sei es durch Mehrarbeit bei gleichem Lohn. Das wäre doch noch immer besser, als arbeitslos zu werden und sich auf dem Arbeitsamt in der Warteschlange der Hartz-IV-Empfänger einzureihen. Um es noch einmal deutlich zu machen, wenn ein Unternehmer aufgrund sich verschlechternder Marktlage nicht mehr so viel absetzen kann wie geplant, dann muss er die Produktion anpassen, also reduzieren. Das ist zwingend. Hält ein solcher Zustand längere Zeit an, muss sich auch die Belegschaft der veränderten Situation anpassen. Zugespitzt formuliert heißt das, sie sollte nicht nur damit einverstanden sein, dass Mitarbeiter freigesetzt werden, sie sollte es sogar einfordern. Denn das wäre doch eindeutig das kleinere Übel. Das ist, bei aller Härte für die Betroffenen, ökonomisch geboten und keineswegs Folge einer bösen Absicht des Unternehmers. Ansonsten setzt sich der Betrieb der Gefahr aus, in toto vom Markt eliminiert zu werden, also in Konkurs zu gehen. Und wem nützt das? Dann wären alle arbeitslos. Im Prinzip gilt das selbst dann, wenn, wie im Fall von Nokia geschehen, die gesamte Produktion ins benachbarte Ungarn verlegt wird. Es bedarf keiner Begründung, dass auch in diesem Zusammenhang der Begriff Vernichtung von Arbeitsplätzen fehl am Platz ist. Es geht um Verlagerung von Arbeitsplätzen. Und zwar von hier nach Ungarn. Warum sollen rein ökonomisch gesehen, und das meine ich nicht nur theoretisch, Angehörige eines Nachbarlandes weniger wert sein als die Angehörigen des eigenen Landes? Zumindest in der EU sollte das kein Thema sein. Das Papier habe ich am Abend mit Sigi, Nora und einigen anderen diskutiert. Da hat es ganz schön gekracht. Nora spricht. Nachdem ich mich mühsam an die manchmal allzu sehr um sprachliche Brillanz bemühte Rhetorik gewöhnt hatte, fing ich an, dem Ganzen Positives abzugewinnen. Ja, ich muss sagen, es wurde sogar einigermaßen spannend. Vinzenz trug, während er gestikulierend vor uns auf und ab marschierte, seinen Stoff frei und ausgesprochen souverän vor. Seine Sätze kamen wie gestochen,
als diktiere er sein neuestes Lehrbuch auf Band. Dass man einem so handelsüblichen Begriff wie dem der Effizienz derart viel abgewinnen kann, hatte mich ehrlich verblüfft. Plötzlich kommt man auf ganz eigene Gedanken. Wenn ich beispielsweise an das tägliche Chaos in meiner Studentinnenbude denke, könnte ein höheres Maß an Effizienz bei mir durchaus wohnlichkeitssteigernd sein. Aber wer die Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. So ein lebensbejahender Satz ist natürlich die These für ein Kontrastprogramm, das man bei mir jederzeit mit Gewinn studieren könnte. Überhaupt empfinde ich diesem Begriff gegenüber eine gewisse Aversion, vor allem deswegen, weil Effizienz bei mir völlig fehl am Platz ist. Sigi spricht: Wenn diese Stadt etwas wirklich Gutes hat, dann sind es ihre urigen Studentenkneipen. Da gibt es eine Straße, die besteht in ihrer ganzen Länge fast nur aus solchen wirklichen lohnenswerten Gastronomien. Wir, das heißt Nora, Mike und ich, trafen uns gerne in der Piano-Kneipe, wie wir sie nannten, direkt gegenüber dem Hauptgebäude. Seit einiger Zeit hatte sich eine Studentin aus dem vierten Semester zu uns gesellt, die aus unserem Trio ein lustiges Quartett werden ließ. Sie hieß Margarete. Wir nannten sie nur Mara. Ich glaube, Mara war Mike mehr als nur freundschaftlich zugetan. Mir war das nur recht. Es lenkte ihn von Nora ab und stärkte die Balance unserer Beziehungen. In einer Ecke des riesigen Schankraums stand ein grünes Großmuttersofa, in dem man sich nur hineinzufallen lassen brauchte, um sich pudelwohl zu fühlen. Wenn der Laden richtig voll war, und das war er oft, konnte man nicht umhin, selber intensiv und laut mitzureden. Das Ergebnis war verblüffend. Man verstand sich bestens. Nachdem uns Mike sein Papier zu lesen gegeben hatte, herrschte einmal betretenes Schweigen. Einen Augenblick fürchtete ich, Mike könnte fälschlicherweise annehmen, wir seien sprachlos vor Ergriffenheit. Er schaute in die Runde und lächelte. Er tat mir leid, denn sogleich prasselte es auf ihn ein. Überraschend eindeutig eröffnete Nora den Reigen. Sie hielt ihm entgegen, er habe Vinzenz offensichtlich nicht verstanden. Vinzenz hätte doch gar nicht gesagt, dass tiefe Preise nur schon deswegen schlecht seien, weil sie tief seien. Er habe nur auf die Gefahren hinweisen wollen, die entstehen, wenn man seine Kunden nur noch dadurch zu gewinnen glaubt, dass man auf Teufel komm raus die Konkurrenz zu unterbieten sucht. Das ginge doch nur, wenn man die Preise der Zulieferer drückt. Und die drücken die Preise ihrer Zulieferer und die ihre und immer so weiter und weiter. Am Ende dieser Drückerkette, rief sie ganz erregt, steht irgend so ein armes Würstchen in Ungarn, das für einen Appel und ein Ei den ganzen Tag an einer Montagestraße sitzt und ohne Ende Handys zusammenschraubt. Sie holte tief Luft. Und wofür? Damit du dein tolles Nachteil, mit dem du den ganzen Tag sinnlos herumtelefonierst, für ein Apfel und ein Ei kaufen kannst. Aber das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit, fiel ich wie auf Verabredung ein. Die andere Hälfte heißt Betriebsstilllegung. Man muss sie ja nicht unbedingt Vernichtung von Arbeitsplätzen nennen. Da hast du recht, Mike.
Fakt ist, hier in Deutschland, ich glaube in Bochum war es, da sind die Arbeitsplätze von Nokia erst einmal weg, entschwunden auf nimmer Wiedersehen. Egal wie man das nennt, ob vernichtet oder verlagert oder verlegt, sie sind fort, unwiderruflich. Und unwiderruflich hängen in Bochum jetzt eine Menge Leute in der Luft, die oft noch Familie und Kinder haben. Das ist einfach Fakt und ein riesiges Problem für die Betroffenen. So wie du argumentierst, redet nur jemand, der noch nie mit Arbeit und schon gar nicht mit Arbeitslosigkeit zu tun hatte. Das ist ein Scheißproblem, sage ich dir. In meiner Verwandtschaft gibt es so Fälle, die haben sich geschämt. Das musst du dir vorstellen. Die schämten sich, weil sie keine Arbeit mehr hatten. Obwohl sie nichts, aber überhaupt nichts dafür konnten. Jetzt war auch ich erregt und starrte Mike böse an. Mike spricht. An diesem Abend wurde ich nicht gerade auf Rosen gebettet. Alle prügelten auf mich ein, dass es eine Freude war. Dabei wollte ich mit dem Papier nur meinen Frust über die übliche Scheinheiligkeit loswerden, die gerade bei diesem Thema Blüten treibt. Jeder ist seines Glückes Schmied, seines eigenen Glückes wohlbemerkt. Dahinter steckt eine uralte Weisheit. Die hat nichts an Aktualität verloren. Und man sollte nicht immer gleich nach dem Staat rufen, wenn nicht alles so läuft, wie man es gerne hätte. Jeder findet Arbeit, wenn er wirklich will. Wenn er nur ernsthaft sich darum bemüht, davon bin ich überzeugt. Zutiefst. Ach, ihr mit eurer ewigen Sozialmoral, rief ich in die Runde, als die Kontraredner kurz mal Luft holen mussten. Wenn Nokia die Produktion nicht nach Ungarn verlegt hätte, hätte man hier bei uns weiterhin viel zu teuer produzieren müssen. Dann wäre Nokia Deutschland eben in Toto verschwunden. Nicht zuletzt deswegen, weil auch die Konkurrenz schon längst im billigen Ausland sitzt. Weder wir noch die Ungarn hätten dann etwas davon. Die gehören doch schließlich auch zur EU und sind, wenn man es genau nimmt, in gewisser Weise so etwas wie Landsleute, europäische Landsleute. Bei diesem Vergleich musste selbst ich lachen. An diesem Punkt seien wir ja genau dort, wo uns Vinzenz hinhaben wollte, hakte Nora ein. Irgendwann sei auch Ungarn zu teuer, weil die Konkurrenz mittlerweile weitergezogen sei und schon längst in Südostasien sitze. Also geht Nokia auch nach China oder Indien oder sonst wohin, wo sich eben noch billiger produzieren lässt. Dann haben nicht nur wir in Bochum, sondern auch die Ungarn ein Problem.